Ach, Gemeinde, hier sind wir wieder bei Let's Play Together mit unserem guten Mod for All und Kloberbier 720p. Ja, doch, doch, Leute. Heute geht's weiter hier. Im Akkord wird hier geschafft. Im Akkord wird hier geschafft. Und natürlich nebenbei wieder ein bisschen Google Live Hangout am Machen und ja. Schon halt alles vorbereiten für Facecamen. Ja, genau, alles vorbereitet. Meine Cam ist heute schon gekommen. Aber musste immer noch alles ein bisschen eingestellt werden und so. Aber, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Ich denke mal, die nächste Folge, die wird dann mit Facecam. Bei mir sicher nicht. Nächste, übernächste oder so. Mal gucken. Die wird dann mit Facecam, ja. Aber beim Edgewift, da kommt es auch bald. Lange ja, Zeit ist noch ein bisschen Geld knapp. So eine Facecam. Ja. Gut, man will ja, wenn dann auch ein bisschen was Vernünftiges. Genau, und das Kleingeld fehlt halt dann dazu noch. Gut. Aber das passt schon. Es gibt ja gute Nachrichten, zwar unser AKW läuft ja gut. Tut Arbeit. Genau. Macht gute Arbeit. Haben wir auch Fehler rausgefunden, behoben. Und jetzt läuft's. Jetzt macht's EU 320. Hat irgendwas anderes. Genau. Ja, und heute wollen wir mal, weil wir keinen Bock haben, immer hier Crafting Table und hier Circuits zu machen und hier das zu machen. Und wollen wir uns heute mal einer guten Sache widmen. Crafting Anlage. Genau. Zwar die mit Applied Energistic. Ja, Applied Energistic. Genau. Fangen dann schon mal an. Genau. Davon brauchen wir nämlich. Ach, mehr. So viel zu craften hier. Ja, das ist natürlich. Glück haben wir so viel Quarz. Haben wir uns oben. Genau, die Schmetterlinge haben auch fertig gebaut. Man sieht, wir haben schon über 5000 Eisen, also. Nicht schlecht. Die Anlage läuft. Ja. So, davon ein bisschen. Noch Iron. Ah, ich bin auch einmal. Eigentlich besteht ja die ganze Sache eh nur aus ein paar Erzen. Eisen, dann der Quarzkristall und Redstone ist Hauptsache. Ja. Ja, gestern hatte ich ein bisschen Mikroprobleme in der Folge. Ein bisschen zu laut geworden. Auch nur ein bisschen. Ja, ich war ein bisschen zu laut. Dadurch durch den Google Live Hangout Zeug da hat sich das bei mir alles ein bisschen verstellt. Das war keine Absicht. Aber jetzt auch... nicht. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr so ist. Ich hoffe, dass es passt. Davon brauchen wir. Haben wir die Goldchips jetzt im Lager? Ne, die habe ich im Inventar. Ja, dann her damit, ich brauche ein paar. So, jetzt brauchen wir noch hiervon 6 Stück. Kabel, ME. Der guter Kobold, der macht wieder nur... ja, der ist wieder am Feiern, hält sich die Hände. Mist. Kann mir einer sagen, warum ich die Converted Matrix nicht rausnehmen kann? Kannst du die rausnehmen, hier im ersten Crafting Table? Auch nicht. Okay, ja, okay. Ich weiß, was da schon wieder falsch ist. Dann machen wir einfach mal 7 Stück hier und dann schicke ich die halt rein, weil anscheinend anders geht das nicht. Ja, manchmal packt das alles. Irgendein Bug sein. Einfach mal die Rohstoffe rein. 6 davon und... Weil wir machen einfach den kleinsten davon erstmal, da passen dann 54 Crafting-Rezepte rein. Ja, für den Anfang reicht das vollkommen. Kann man immer wieder weiter. So. Ich brauche auch Conversion Matrix zweimal. Ja, warten, ich habe 7 gemacht. Ich muss nur noch die Rohstoffe dann wegfixen. So. Kannst ja mal 7 Stück reinschieben. Ich gehe mal die Sachen in Recycler werfen. Ich soll 7 Stück reinholen? Ja. Ich schmeiß die ganzen Sachen hier rein in Recycler. Bekommen wir wenigstens Scrap davon. Scrap. Oh, hier. Matrix.
Den hier. So, ich brauche davon zwei. So. Pattern, and Pattern Provider 2. Diamantchipsatz, den holen wir. Was Pattern Provider? Ja, Pattern Provider, genau. Brauch den Pattern Provider. Den mache ich. Nee, du machst den Pattern Encoder. Ah, was? Falsch. Na egal. Falsch Rezept angeschaut. So. Zack, hast du noch von den goldenen Chipsätzen? Ja, just time. Pattern Encoder. So, da ist. ME Pattern Encoder. Und was haben wir noch gesagt? Die Store, die Blank Pattern. Ach ja, der Phil, der gute Globerbier hat's mal wieder hier. Warum, was hast du schon wieder angestellt, ey? Ich hab zwei Rezepte miteinander vertauscht. Nee, miteinander verdingselt. Ah, gut, ich verstehe die vollkommen. Jetzt nochmal auf Französisch. Ganz blöd hier, oder was? Ja, der Gold, die kommt. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Soll ich die Zelle auch nicht rausnehmen? Ja, dann schiebt, warum auch immer. So, was brauchen wir denn nicht? Achtmal. Okay, machen wir noch mehr. Glowstone. Glowstein. Die auch wieder reinholen. Komisch, warum das nicht klappt, aber egal. Wird schon seinen Grund haben. So. Holzzellen und die davon und ein. So, ich hätte die zwei Sachen mal fertig. Haben wir noch ME-Kabel zum Anschließen? Nee, aber du müsstest eh ME-Kabel craften, oder? Craft nicht mehr. Naja, ich crafte. Ich kann in der Zwischenzeit schon ein paar Rezepte machen. Braucht man noch Eisen und Der Provider kann ich auch nicht rausnehmen. Alter. Keine Ahnung, was das Problem ist. Das hat der Kuh zu der Auszucker hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, so mit Facecam, das wird bestimmt eine lustige Sache. Ach du Kack, das wird was. Wieder hier Pattern Provider. Es ist natürlich hier eine lästige Sache. Sau doof, ey. Was weg. Wenn ich die da einmal verklickt, ist das blöd, ey. Was weg. Das weg. So. Was los hier? Was geht ab? Was wird weitergehen? Ihr seid so blöd, wisst ihr das? Oh. So. ME-Kabel, ja genau. ME-Kabel brauchen wir auch noch. Schwarzfieber. Schwarztast und klar. Quarz, nicht zu viel. Quarz. Lapis. Es kann nicht so leicht, alles gleichzeitig zu merken, was man braucht und so. So, jetzt bin ich rausgefallen. Aber ist egal. Wo bist du raus? Ach, auf den Hangout. Aber ich hatte eh Cam aus. Ich ne. Was können wir noch brauchen? Was haben wir noch so an Rezepte, die lästig sind?
Weiß nicht, was du schon hast. Maschinenblock, Schaltkreis, Advanced Schaltkreis. Maschinenblock. Ja, da haben wir aber nie Kohle und sowas im Vorrat. Ich verstehe keine Carbonplatten und sowas vorrätig. Das ist blöd. Das ist eigentlich nicht so viel was, ne? Ich denke, das kommt immer so mit der Ja, Zeit. das kommt da mit der Zeit, genau. Da fällt dir So, dann ein Rezept ich ein. habe jetzt alles fertig. Ja, ich bin soweit auch fertig. Hier ist unser gutes abgepaultes Ding. Kannst dann unten anschauen nochmal. Stell mir daneben hin einfach. Da haben wir ein Hier hatten kleines. wir ja unsere Schmelzanlage, da haben wir mal hier und Alte das Körbe, schöne genau. Cobblestone endlich mal hier. Wir haben so viel Cobblestone dadurch, das ist echt schon. Genau, und hier rechts haben wir Hier. noch weitergebaut, wie gesagt, einen Genau. zweiten Induction-Schmelzer. Einfach nur noch den Induction-Smelter drunter, dasselbe gesagt wie bei dem hinteren. Einfach Hierbei ist 5 Stück immer drin. sollen immer Sand sein und hier sollen immer 5 Erze drin sein. Genau. Läuft Und das dann. Ding ja auf Hochtouren. Aber irgendwie haben wir da Probleme mit Quickcraft-Energie, scheint so. Ja klar, weil die Query läuft ja auch noch. Ja, und der Laser auch noch. Ach du Kacke. Gut, den Laser brauchen wir da jetzt erstmal gar nicht mehr, oder? Nee, jetzt haben wir ja alles. Von hier haben wir uns dann wieder ein kleines Räumchen gemacht. Genau. Ein leeres Räumchen. Wo wir dann hier unsere Maschine aufstellen. Ich würde sagen, hier hinten in die Ecke, oder? Ja, hier müsste irgendwo mal ein Kabel liegen, eigentlich am Boden. Mal da mal so durchschauen, irgendwo muss er liegen. Da ist es, ja. Gesehen, da. Also hier hinten haben wir ihr Kabel. Ach hier, ja. Das bin ich ja hingefahren. Ja, okay, jetzt haben wir halt Okay, wieder. dann. Bauen wir ihn einfach so in die Ecke rein, oder? Können Ah, wir doch die gerade. könntest du ja direkt draufstellen, also eins tiefer runter. Da kannst du direkt draufstellen. Auf das Kabel, dann brauchen wir keinen. Ja, aber ich weiß nicht, wie das mit der Bitcraft-Pipe ist. Verbinden sich die? Stell mal. Na. Doch, die verbinden sich also doch höher. Die verbinden sie. Warte, dann mach mal. Mach ein Kabel rauf, dann So. hast du noch. Ja, ich habe Kabel. Hat er sich jetzt verbunden? Nö. Ja, die wird sich erst verbinden, wenn der komplett ist. So, stimmt. Vorher wäre doof. So. So, so. Genau, außen kommen diese Wände. Die heißen hier sind die, da. Payment Wall. Containment, ME Assembler Containment Wall. Da kommen die ganzen Außenwände und in der Mitte. Bitte, bei dieser Größe kommt da eben dieser Pattern Provider rein. Normalerweise kommen da die Crafting-CPUs rein, aber da wir den jetzt einfach nur kleinsten vom Markt machen, Genau, und zack, jetzt soll seht er ihr, hat sich er sich geändert. aufbauen. So, Rezepte sind schon Wenn drin und. wir jetzt Shift klicken, dann sehen wir auch, was für Rezepte schon drin sind. Will man mal gucken, ob er sich hinten verbunden hat, oder? Ja, das sieht man eh oben, wenn man craften kann. Theoretisch, aber normal müsste er sich verbunden haben. Jo, hat sich ja verbunden. Genau, und da machen wir nach und nach die Rezepte rein. Und das ist das Coole, da kann man dann oben bestellen. Dann können wir uns das craften lassen und hier können wir die, da wo ich eben dran war, die Rezepte rein. So ein Plank. Ja, zum Beispiel hier ein Rezept rein. Ich weiß nicht, ob du das siehst, das Rezept. Okay. Diese ME Blink Pattern packt man dann hier hinten rein. Dann hier das Rezept zum Beispiel. Mach einen Maschinenblock zum Beispiel mal noch, so professorisch mal. Oder warten, nimm. Nee, das ist blöd. So, haben wir hier einen Maschinenblock. Tun wir hier rein. ME Blank Pattern hier hinten rein. Und dann einfach auf Encode klicken. Und dann bekommt man eben dieses, was hier jetzt Fertige. schon drin ist. Dieses ME Encoded Assembler Pattern. Können wir uns dann jetzt mal oben zeigen. Uns zeigen, sondern euch zeigen. Genau, wir haben Wir es ja schon haben es ja gesehen. schon gesehen. Beziehungsweise, ich habe das ja schon öfters gebaut. Gehen wir hier anstatt auf View auf Craftable und dann haben wir es hier.
hier zum Beispiel draufklicken, 10 Stück, Beginn, fängt er an. Das dauert natürlich jetzt etwas länger, weil wir ja entweder keine Rohstoffe haben oder weil er einfach zu langsam ist. Genau, das dauert alles im Moment, aber dann craftet er die automatisch und dann haben wir... Was hast denn du 10 Stück gecraftet? Circuit. Ja, da haben wir zu wenig Kupferkabel. Deswegen wird er jetzt meckern. Ja, da müssen wir, machen wir da einfach... ich mache nochmal schnell ein Rezept mit Kupferkabel. Oder? Jo, genau, wenn wir überhaupt so viel Gummi haben. Doch, hier haben wir noch Gummi. Ich war heute Farmer wieder. Kupfer, wie soll ich denn das machen am besten? Ja, ich mach's einfach. Ja, 3x Kupfer und 6x Kabel. Gummi. Was machst du das Gummi? Müsste unterwegs sein, da unten. Kann ein bisschen dauern. Da ist es. So, ja. Jetzt gehen wir mal hier runter zu unserer Maschine. Unsere Maschinen. Ja, so. Kupfer. Kupfer. Wir hätten das ME Crafting Terminal oder der ME Crafting Monitor. Was war denn da das Richtige, dass man sieht, welches... Ich glaube, der Crafting Terminal. Dass man eben sieht, eben, was fehlt. Ja, das oder nee, das war der Crafting Monitor. So, jetzt drücken wir auf den Code. Zack. Haben wir alles drin. Den bauen wir schnell golden. Packen wir den hier rein. Zack. Kupfergabel. Perfekt. Immer wenn es gebraucht wird, macht der Kupfergabel. Ja, kannst du mal ME-Kabel geben mir? Die hast du eingesteckt, oder? Schätze mal. Jo. Goldene Chipsets. Jetzt müsste er theoretisch auch die... Ach, ja, jetzt macht er so die Circuits. Haben wir schon 6 und dann craftet er halt immer wieder schön. Weiter. Ich habe auch 2 bestellt, also nicht wundern, wenn er mehr kommt. Da haben wir den rein, weil wir hatten ja kein Gummi drin. Und jetzt haben wir wieder Gummi drin. Gummi ist für den Papa gut. Nee, das geht ja anders. Ah, jetzt kann ich das irgendwie... Warum kann man da nichts rausnehmen? Voll die Kacke. Was machst du denn? Ja, diesen Crafting-Monitor. Damit wir sehen, was uns fehlt. Das ist eine gute Frage, meine Damen und Herren. Es ist alles zu planen. Warum ist die so? Warum nur ist die so? Aber ich gerade unsere Bienenhäuschen sehe, da könnten wir dann auch mal irgendwann so langsam, aber sicher. Ja, mal was machen, ne? So, den Crafting-Monitor könnten wir theoretisch hier daneben stellen. Zack. Wo denn? Das sieht man schön, ja. Was uns fehlt? Fehlt nichts. Ja, früher hat uns Gummi gefehlt, dann hätte hier angezeigt, dass Gummi fehlt rechts oben in der Feld. Macht er schön die... Nochmal nach den Circuits, genau, hat er schon schön gemacht. Wir könnten eigentlich auch mal hier ein bisschen aus... Mist. Lass der jetzt hier... Wenn wir wieder was brauchen, nehmen wir uns das einfach... Nehmen wir uns das einfach neu. Ja, aber echt. Das ist schon ziemlich viel Klumpen. Hebel drin, ne? Mal leer sind hier. Ja, aber da sieht man, was sich so mit der Zeit ansammelt hier. Gar nicht mal so wenig eigentlich. Advanced Computer, 3 Stück. Die waren auch für was anderes geplant. Ja, nee, die sind ja noch, die haben wir ja noch fürs AKW. Genau, ja. So, das können wir auch mal zeigen gehen, oder? Kurz. Warte, haben wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, Mann, hier denn. Ganzen Gelump. Haben wir alle komplett leer, dann haben wir wieder frisches Fleisch hier. Frisch Fleisch. So, ja. Leer? Ja. Das war schon mal. Ist zwar gar nichts drin, aber naja. Ja, aber das gibt, macht man dann mit der Zeit eh rein wieder. So. Genau. Genau was? Extrakt und dem wieder Zeit wieder voll. Ja klar, auf alle Fälle. Sieht mal, wie viel wir da drin hatten. So, gehen wir mal hier zu unserem Reaktor, schön durch unsere Tür durch, zack. Und dann geht's nach unten. Monitor. Ja? Ja, haben wir schon Besuch. Da haben wir schon Besuch da.
Ich habe nicht eingeladen. Fahrstuhlmusik. Was? Fehlt noch die Fahrstuhlmusik, wenn wir ah, dann... okay, stimmt. Haben wir jetzt schön das Layout drin. Genau. Hier diese vier Plätze, die jetzt leer sind, das sind dann die Quad-Uranium-Zellen. Und mit dem Layout bringt er 320 EU. Geht hier unten einfach das Kabel lang. Haben wir dann für den zweiten dann auch noch anschließen können. Oh Gott, halt runter. Geht's dann an die MFSU. Dann, die was leer. Das werden wir natürlich alles noch so machen, dass dann, ja, wenn die MFSU hier unten voll ist und oben voll ist, dass es dann automatisch ausschaltet und so weiter. Also es wird noch hier, das AKW ist noch lange nicht fertig. Nee, das ist nur jetzt, alles mal vorerst. Jetzt da, aber mehr auch noch nicht. Wir wollen ja auch nicht 10 Folgen hintereinander hier das AKW bauen, das wäre ja auch langweilig. Der Kobold rastet wieder total aus, ey. Ja. Das hätten wir. Jetzt fahren wir wieder hier schön hoch. Ding. Ey, wir sind echt volle Säcke, ey. Nicht mal Stiegen steigen wollen wir, ey. Nee, das ist doch schön gemütlich hier so. Die MFSU ist so auch leer, das heißt, wir müssten eigentlich, wir sind denn online, wir können eigentlich mal schlafen gehen. Sind wir nur wie online? Denke ich wieder in meinen Hintern. Ach nee, you can only sleep at night. Okay, sieht der Schalter an oder aus? Geil, dann mein Neuer auf, so, sieht aus. Ja, unser schöner Juju. Drei der Stück. Fabrik. Also, jetzt schaffen wir am Tag mehr, weil wir hier hinten 128 EU einschalten können. Können, müssen nicht. Ja, können. Leute, ihr habt richtig gehört, mit LV kann man 128 EU machen, nicht nur 32. Ja. Für die Besserwisse halt, ne? Query ja, funktioniert. Hätten wir heute schon wieder unsere schöne, wieder um was zu erleichtern. Schön erleichtert hier. Kommen jetzt immer mehr Rezepte, alles. Irgendwann brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Gehen wir uns zurück und... Da geben wir noch eine Solarzelle und der Rest wird selbst gecraftet. Genau. So wie ich in Singleplayer habe. Solarzelle, Advanced Solarzelle, fertig. Ja, geil. Das sein. Schöne feine Sache, das. So, sind wir wieder fertig. Sind wir durch für heute, ja. Ist es wirklich so spät? Ja, keine Ahnung. Oh, die Liebe ist auch Leute, weg. Wir machen Schluss für heute. Auf Wiedersehen. Heute sind nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Now, stay tuned. Bye bye. Ciao, Leute.